Hallo, meine lieben Maikäferchen, da bin ich wieder. Gesund und munter, voll gefressen. Ja, wir waren essen jetzt gerade mittags noch mit Freunden und mit meiner Schwester in Trier, im Eurener Hof. Sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Und Leute, ich habe mich totgeschwitzt. Ich hatte einen Rock an, so ein Rockabilly-Kleid mit einem natürlich Vollkunststoff, Petticoat drunter. Ich bin zerflossen unterm Tisch. Egal. Ich habe ein paar Videos für euch. Und zwar fange ich mal an mit einem netten kleinen Action-Haul. Ja, aber ich war selber nicht da. Der gute Christoph war seit langem mal wieder für mich einkaufen. Er war gestern kurz hier, weil zuerst hatte er Corona, dann hatten wir Corona, dann war wieder dies und dann war wieder jenes. Und ja, wir haben uns auch Wochen und Wochen und Wochen nicht gesehen und ja. Ich war jetzt auch seit 4 Wochen nicht mehr im Action. Ich habe so langsam Entzugserscheinungen. Wenn ich alles so sehe, ich darf keine Action-Halls mehr gucken. Ne? Ich rede schon wieder zu viel. Mein Mann sitzt neben mir, der tut ganz geflissentlich so, als würde er mich nicht kennen. Da ist er. Er hat darauf bestanden, dass er nicht im Bild ist. Jetzt wird er auch noch komisch. Ja, er wird mir jetzt die Sachen anreichen und ich zeige euch mal, was der liebe gute Christoph mir mitgebracht hat. Ne? Der gute Junge. So. Ich habe mir einmal diese Twin-Marker nochmal geholt, diese 60 Stück, weil da stand drauf New Colors. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hatte ja die anderen mir gekauft und da waren tatsächlich, ich weiß nicht, 3 oder 4 Farben drin, den ganzen Kästen drin, die ich noch nicht hatte. Es war ein Satz mit X, das war wohl nichts. Und dann habe ich mir die letzten 12er nicht mehr gekauft, weil ich geguckt habe und verglichen habe. Und bei euren Hauls habe ich mir dann Screenshots gemacht von den Nummern, um zu gucken, welche ich jetzt habe und welche nicht. Ne? Und ja. Da habe ich gedacht, na, ich glaube von 78 Stiften, die es gibt, habe ich 20 nicht und das hätte sich dann auch wieder nicht rentiert. Da muss ich gucken, dass ich die mir fehlenden Farben so noch irgendwie beikriege. Ne? Aber hier waren jetzt New Colors drin und da werde ich jetzt mal gucken und die ich halt doppelt habe, die werde ich dann weitergeben. Wenn jemand interessiert ist, dann werde ich ihm die Nummern schicken, die ich doppelt habe und wenn jemand welche gebrauchen kann, dann werde ich dem lieben guten Menschen die zuschicken. So. Ah, ich habe zuerst mal wieder Kontaktlinsen an, aber ich merke schon, mir fallen die Augen raus. Blub, genau. Ist ein bisschen blöd, ich brauche sie ja noch. So, dann habe ich mir wieder diese Mini-Coloring-Bücher mitgeholt, weil ich ja auch ziemlich viel koloriere und meine Karten damit dann auch gestalte. Bitte, wie meinen? Er meutert hier im Meuterei. Der Christoph hat sie mitgenommen. Entschuldigung, ich habe das ja schon gesagt. Also wenn ich sage, ich habe es mitgenommen, hat der Christoph mitgenommen. Ich muss hier ganz korrekt sein, sonst kriege ich dann dauernd hier so ins rechte Ohr reingequakt. Ne? Manchmal schon ein Frosch neben mir sitzen. Einmal dieses hier. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich meine, die Motive, die kennt ihr. Die sind halt niedlich und süß und oh gut, ein fliegender Hase, toll. Was ist das? Kein Pinguin. Ist das ein Pinguin? Der hat Flossen wie ein Pinguin, aber der sieht oben aus wie ein Koala. Ein Koala-Gin. Ja. Ein Kopingin oder sowas. Ein Kogin. Das ist auch kein Faultier. Keine Ahnung, was das ist. Ein Faultier hat doch keine Flossen. Ein Faultier mit Flossen. Gut, okay, wir sind uns einig. Die liebe Biene, Maya oder der Willi. Ich mag den Willi lieber. Maya. Entschuldigung. Ach, hier, der Willi sitzt neben mir. Ja, also ihr kennt die Motive. Dann hier dieses hier, das habe ich. Nein, das hat der Christoph, Entschuldigung, mir zweimal mitgebracht. Das hätte ich gerne auch öfters gehabt. Das ist mein absoluter Favorit. Der ist total niedlich. Nein, Blödsinn ist nicht mein Favorit, aber ist mein zweiter Favorit. Dann habe ich einmal dieses hier mit den Drachen. Und das hier ist mein absoluter Favorit. Und das habe ich leider nur einmal. Aber naja, egal. Das ist wirklich mein Favorit. Guckt euch schon allein mal nur diese Eule an. Ah, ich bin schockverliebt. Schoko, das ist doch so putzig. Das ist ein Koala. Guckt mal, der sieht doch aus wie dieser Panama-Bär, nein? Da, Pimki sieht da aus und da hier, na, der gefällt mir nicht so gut. Aber hier, der Pinguin ist süß und dist und jetzt läuft mein Mann weg. Jetzt geht er sich in den Weiher ertränken oder sowas. Nochmal Pimki-Bär, guck mal. Kennt ihr den Pimki-Bär noch? Der gab es ja auch immer bei der Didelmaus oder so, die Giraffe und oh, sie sind einfach, ne, Entschuldigung, ich schmeiße. Dann dieses hier, das gefällt mir jetzt am wenigsten. Das habe ich auch nur einmal mitgenommen. Es sind ein paar Motive drin, die ich mir rausholen werde. Andere, ja, werde ich wohl nicht verwenden. Und dann nochmal die süßen Giraffen, die durften dann auch zweimal mit. Also das ist ja, wie ich euch immer gesagt habe, der Christoph läuft dann mit der Facecam durch die Regale. Aber das ist dann immer so, und dann legt er mich wieder ab. Natürlich mit dem Bildschirm auf den Boden, dann ist so trotzig, nichts mehr.
Also, es ist eine Art einzukaufen, aber nicht die einfachste. Du machst deine Arbeit sehr schlecht, finde ich. Du wirst nicht bezahlt heute. So. Dann hat er mir nochmal diese Elastikbänder mitgebracht. Die habe ich jetzt fast aufgebraucht, weil ich da ein paar Journals mit, Verschlüsse damit gemacht habe. Dann durften noch zweimal diese Blümchen mit, weil die habe ich auch schon aufgebastelt, diese Farben. Einmal diese hier. Ich rede schon wieder viel zu viel, gell? Na gut, dann die Blending Tools, auf die war ich ja auch ganz scharf. Die durften viermal mit, ne? Zwei, drei. Viermal durften die mit, da habe ich wieder für eine Zeit lang zum Wischen und Schmieren und Mengen und Tun und Lassen. Ja, die kennt ihr ja auch schon, ne? Die wurden ja schon in etlichen Rollen in die Kamera gezeigt, ne? Diese Plastikwischdinger da. Also die halbrunden, muss man gucken, also das vorherige Tool hatte ich ja auch mir ein paar Mal mitgenommen. Ich muss immer meinen Mann angucken, ich weiß nicht warum. Ich bin schockiert, aber gut. Dann. Ungewohnt, dass der hier sitzt. Bitte wo? Was? Ungewohnt, dass der hier neben dir sitzt. Genau, das ist sehr ungewohnt. Da Sascha ist nicht da, der arbeitet noch. Das Pupsi ist auch ausnahmsweise mal nicht da. Aber... Naja. Dann haben wir hier ein Stück Stoff, ganz unspektakulär. Dieses Rosa hat mir gut gefallen. Da habe ich gedacht, komm, holst dir noch mal mit. Nein, Christoph hat es mir mitgebracht, bevor ich wieder geschlagen werde nebendran. Ich werde immer geschlagen. Jawohl. Ich habe mir gestern, das muss ich euch erzählen, mein Mann war im Klo, ganz unschuldig, die Pupsi ist um den Tisch gelaufen und ich hatte gebastelt auf der Couch. Ne? Ich habe mir so eine kleine Stanzmaschine gekauft. Groß, geh hol die mal, ich muss die mal zeigen. Geh hol sie mal. Dankeschön. Nicht, dass nachher Amnesty International kommt, ich würde meinen Mann quälen. Nein, der macht das schon freiwillig. Da habe ich, bist du still? Dann habe ich dann diese, ich hatte so eine Aale, ihr kennt die, diese zum Leder durchpieksen. Die sind ja sehr spitz und sehr scharf. Ne? Mir gibt man am besten sowas gar nicht in die Hand. Ich habe es auf die Couch gelegt. Meine Tochter ruft an, kannst du mir die Kleine noch in die Badewanne stecken? Und ich wollte so schnell aufspringen und klatsch hatte ich die Aale im Fuß. Mhm. Oben drauf, richtig so, so tief drin. Ich habe angefangen rumzubrüllen wie am Spieß. Das hat ja nicht unbedingt gut getan. Wenn es gut getan hätte, hätte ich sie mir die andere Seite auch noch reingesteckt. Aber es war nicht so toll. Ich habe sie mir dann wieder rausgezogen, weiter gebrüllt. Es hat geblutet wie ein Schwein. Die Kleine hat mich angeguckt. Die hat gesagt, was schreit die Alte so rum? Mein Mann, ich komme, ich komme. Bis der vom Klo, ich wäre verblutet. Oh, ich kann euch sagen, es tut so weh. Ich kann auf dem linken Fuß kaum noch auftreten. Ich steppe natürlich heute wieder High Heels an, um ins Restaurant zu gehen. Ich kann euch sagen, ich bin tausend Tode gestorben. Kann man mal einer sagen, dass ich keine Heldin bin. Puh. So, guck mal, da ist das gute Stück. Das habe ich mir gekauft bei... Hat jetzt nichts mit Action zu tun, aber die ist so praktisch, wenn man sowas Kleines mal durchkurbeln will, schnell. Das geht sogar auf der Couch, ist wunderbar. Also da bin ich richtig froh, dass ich mir die gegönnt habe. Das kleine Scheißding hat auch über 30 Euro gekostet. Ne? Also, naja, was soll man machen? Weiter zum Action. Hier haben wir dann nochmal dieses Stifterchen. Da sind so verschiedene Muster in Grün-Blautönen drin. Ja, die kennt ihr ja auch. Es ist ja nicht das erste Mal, dass der Action diese Stoffe hat. Und das hier hat mir so gut gefallen in Blau. Und hier guckt mal die Zitrönchen drauf. Sind die nicht toll? Ist auch schön für Sommerjournal oder sowas. Kann man da schön Täschchen draus machen, wenn man das mit Stoffsteif traktiert. Und dann habe ich mir nochmal das in Rosa mit den Herzchen mitgenommen. So, ich bastel ja jetzt immer so kleine Goodie-Alben, wenn mein Mann dann auflegen geht, dann holt er die mit fürs Brautpaar oder fürs Geburtstagskind, wie auch immer. Ein bisschen mit Werbung für mich und für ihn. Kommen dann Visitenkarten rein. Und schon ganz gut, ne? So, dann habe ich mir diesen Stoff noch mitbringen lassen. Ist so schwarz-weiß, keine Ahnung, getigert, gepardelt oder sowas. 28x300. Ja, Deko-Stoff, Polyester halt, ne? Kann man immer gebrauchen. Ich gedacht, komm, nimm da mal eine mit. Nein. Ich habe ihm gesagt, bring mir mal eine mit. Ja, ich werde immer so sauer geguckt dann. Und ich habe Angst. Ja, und dann hat der gute liebe Christoph einen Bock geschossen. Der hat dann mir von diesen hier zwei mitgebracht, anstatt verschiedene. Das heißt, einmal geht auch in eine Pösterchen und eine behalte ich dann von diesen Stencils. Mein Mann geht niesen. Geht du niesen? Ich dachte, er würde niesen gehen, weil der muss ja immer weg, weil sonst pustet er hier mit das Handy vom Stativ. Dann hat er mir zweimal diese mitgebracht. Da geht also auch eine in eine Post. Und eine ist für mich. Und einmal hat er mir dann tatsächlich auf die Reihe gekriegt, diese hier. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob es gibt nur drei Sorten, gibt es vier. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die einen zweimal und
Die werden dann an einen lieben, lieben, lieben Menschen verschickt. Ich weiß noch nicht, an wen, das werden wir dann sehen. Da, guck. Ich habe ja gesagt, jetzt ist das blöde Handy wieder ausgegangen. 10 Minuten filmt das Ding immer nur. Okay. Und dann geht's um. Dann werde ich abgewürgt. Also ich muss gucken, dass ich das nachher zusammengeschnitten kriege. Aber ihr seid die Unterbrechungen ja schon gewohnt und das Chaos und bla bla bla. Ne? Ja, ist ja gut. Wenn ich so wenig reden würde wie er, hätten wir jedes Mal hier ein Schweigegelübde. Jawohl. Wir würden ganz friedlich nebeneinander herleben und nichts sagen. Das könnte ich gar nicht. Diese habe ich mir noch mitbringen lassen. Diese Diamantbänder, die sind neu, die hatte ich noch nicht. Also für mich sind sie neu, ich habe die noch nie gesehen. Und dann nochmal in diesen geilen Blautönen, Türkis. Die habe ich noch nicht gehabt. Gehabt euch wohl. So, und dann haben sie neue Stanzen, neue Handstanzen, etliche Motive. Da sind die Motive, alle, die sie haben. Also Stern, Schmetterling, Delfin, weiß der Geier. Ich habe mir aber jetzt nur den Luftballon mitbringen lassen. Ich mag diese Handstanzen eigentlich gar nicht so gerne, aber Luftballon ist okay. Und hier das Geschenk. Das finde ich auch ganz niedlich. Das kann man gebrauchen. Aber die anderen habe ich da gelassen, beziehungsweise ich habe gesagt, er soll sie da lassen. Dann habe ich ihm gesagt, er soll mir Tacky Glue mitbringen zweimal. Was bringt er mir mit? Textil Glue. Naja, gut, kann ich auch gebrauchen, aber... Gut, ich habe noch Tacky Glue genug, das ist jetzt nicht das Problem, aber ich habe immer so gerne ein bisschen Vorrat, ne? Man weiß ja nicht. So, dann hat er mir ein Diamond Painting mitgebracht und zwar diesen coolen Tiger. Den finde ich richtig, richtig schön. Ist toll. Wann ich ihn mache, man weiß es nicht. Steht in den Sternen geschrieben, keine Ahnung. Dann, was hat er denn hier gemacht? So, da habe ich noch hier mir diesen Glitter Coloring Book mitbringen lassen. Da sind auch einige Sachen drin, die ganz hübsch sind. Andere sind jetzt nicht so mein Fall. Ich werde den vielleicht auch auseinander pflücken und dann einige weitergeben. So, der Hase gefällt mir jetzt nicht so dolle. Ja, die Katze bleibt natürlich bei mir. Ja, der geht so. Ja, Lama geht immer. Das gefällt mir gar nicht. Schatzilein, wenn du reingehst, ja, genau vor deiner Nase, du kommst zur Türe rein, genau gegenüber ist mein Regal, was du aufgehängt hast, mit den Farben. Soll ich die jetzt alle mit rausnehmen? Nein, mein Schatz, da stehen ein paar Pötte, runde, flache Pötte. Und das ist es. Er guckt mich ganz ratlos an. Was sind flache Pötte? Der ist süß. Entschuldigung, das erste Video seit langem und das ist schon wieder, ja, die gefallen mir jetzt nicht so gut, das gefällt mir, ja, die Katze gefällt mir, aber so. Der ist süß. Ja, gefällt mir jetzt nicht so. Ich habe es nicht so mit Pferden. Katzel, Vogel, ja, geht so. Geht so. Ja, der ist niedlich. Ich mag Labradors, die sind so verfressen wie ich. Der gefällt mir jetzt nicht so dolle. Das, geht. Ich mag Pferde, aber es ist jetzt nicht so mein Lieblingstier. Der ist geht. Der ist niedlich, der Schnauzer. Und dann hier der, das ist natürlich mein Favorit. Ne? Das war eins von denen, die mit durften. Dann durfte noch mal die Canvas mit. Ne? Ihr wisst ja, diese Leinwandstrukturblätter. Jetzt hat er gleich das Verkehrte mitgebracht wieder. Auch gut. Die sind falsch. Die kannst du wieder reinbringen. Das ist verkehrt. Es steht Fugcreme drauf, mein Schatz. Lesen kann er auch nicht. Also irgendjemand Lesekurse gibt. Ne? Ich melde meinen Mann jetzt schon mal an. Dann hier noch mal dieses hier mit den drei Farben. Immer haben viel. Dann habe ich noch diese beiden mitgenommen. Die großen 30x30, da muss ich selber gucken gehen. Da kann ich Christoph nicht mit überfordern. Das ist zu viel. Und da gefallen mir auch nicht viele von. Das hier ist immer gut. Brauche ich viel, viel, viel. Dann, ja, wie gesagt, die großen 30x30, da gehe ich selber gucken, weil das ist jetzt ein bisschen zu viel, um das immer zu erklären. Und diesen Nein, diesen Ja, und der rutscht dann immer auf den Knien durch den Action. Und ich will nicht wissen, was die Leute manchmal denken. Die Blümchen habe ich nochmal mitgenommen in der Farbe. Dann hütet mein Mann gerade die anderen Blöcke. Ich weiß nicht warum. Was willst du denn von mir? Ja, das ist Farbe. Ich möchte aber zuerst die Papiere, Schatz. Herr Hase. Dann habe ich Glück gehabt und ich habe die Holo-Blöcke bekommen. Die Paperpad Holographic-Blöcke. Und die habe ich mir jeweils zweimal mitbringen lassen. Jede Sorte einmal. Diese hier, die sind richtig cool. Also die finde ich toll. Richtig, richtig toll. Und dann habe ich zweimal diese hier.
Ja, die kennt ihr auch, die wurden auch schon rauf und runter gezeigt jetzt. Auf Dings, auf YouTube. Dann haben wir diese hier. Die sind ganz, ganz toll. Und meine Favoriten, nein, das war doch hier, diese hier, die sind richtig schön. Die gefallen mir auch sehr, sehr gut mit den Blümchen und den Schmetterlingen. Das finde ich schon ganz toll. Ja, das waren die Papiere. Dann habe ich ein bisschen Farbe mitgenommen, Acrylfarbe. Und zwar matsche ich damit ja auch ganz gerne mal rum. Da habe ich dann einmal hier diese Peach Pastel mitgenommen. Das ist die Nummer 85. Das sind ja diese großen Tuben, da kommt man schon ein bisschen mit. Einmal Oliv, auch sehr schön. Und einmal das Magenta in den großen Tuben hier. Die kosten ja beim Action auch nicht viel. Und ich finde, ne, ich finde die Farbe eigentlich sehr gut, muss ich wirklich sagen. Schatz, warum liegst du da wie ein kaputtes Ferkel und du bringst mir nicht das Richtige mit? Nein, das ist nicht das Richtige, was ich gesagt habe, dass du mir mitbringen sollst. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als selber gucken zu gehen. Aber ich zeige es euch dann in dem nächsten Video. Männer, es ist... Ja. Ach, du lieber Himmel. Ich sag ja, wer lesen kann, ist klein. Entschuldigung, aber ich meine das nicht böse. Er weiß das auch. Ja. Dann habe ich mir nochmal diese Vintage Paint mitgenommen. Und zwar einmal in Deep Blue. Das ist auch eine richtig schöne Farbe. Und das kann man sich ja immer noch mit weißer Farbe mischen. Oder mit was weiß ich. Mit Gesso oder, keine Ahnung, Puring Medium. Was ich eigentlich nie benutze. Dann habe ich nochmal das Graphit. Fit. Und hier dieses Brick Red. Auch eine schöne Farbe gefunden. So, Dille. Das war eigentlich schon soweit, glaube ich, alles. Ja, aus dem Action. Dame Christoph hat das wieder mit dem Bus geschleppt. Und dann kam er an und er hatte mir noch ein Geschenk mitgebracht. Guckt mal, ist die nicht niedlich? Ein Miezekätzchen im Körbchen. Gesundheit. Oh Gott. Ja. Ist er nicht süß? Die hatten da noch ganz andere Motive, aber das hier finde ich am süßesten. Und da er weiß, dass ich ein Katzenfreak bin. Ja, die ist richtig toll. Schildchen noch dran hängen. Die wird auch hier im Garten irgendwo hängend ein Plätzchen finden. So, meine Süßen, das war mein kleiner, feiner Action-Haul. Wie gesagt, ich schneide das zusammen mit diesem Break dazwischen. Ich weiß noch nicht mehr, was ich da gequatscht habe. Macht auch nichts, war bestimmt nicht wichtig. Und ich werde dann weitermachen mit den anderen Videos. Es kommen noch einige mehr, also gewöhnt euch dran. Ich bin noch nicht fertig mit Quatschen. Es geht weiter. Ihr Süßen, Däumchen nach oben, lasst mir ein Abo da. Ich habe euch alle lieb. Bei einem süßen Kommentar würde ich mich freuen. Oh mein Gott, er kommt. Ja gut, ich zeige es euch doch in dem nächsten Video, weil das wird jetzt dann doch ein bisschen fehl durcheinander. Gut, Küsschen aufs Schnüsschen. Bis gleich. Mama.